Das Story-Focus-Let's-Play von Pioneers Wonderland geht weiter. Ja, Story-Focus, den gibt's hier. Ein paar was? Oh, Jens! Nein! Haben die einen Sprachfehler? Entschuldige, ich muss in die Höhle da. Und mir ist egal, wer dich geschickt hat. Es ist zu gefährlich. Wir wollen hier keine Gewalt mehr. Hast du was zu verbergen, Faschist? Lass mal sehen, was du da hast. Okay, wenn ich den Kobold nicht erschieße, gibt es vielleicht noch ein paar andere Wege. Stich verführe. Mit meiner Stimme könnte ich ihn locker verführen. Das Tor, lenke schnapp ab. Oh, komm, rauf da, rauf da, rauf da. Kannst das Schloss aufschlagen? Ja, ich hab's gesehen. Gewalt. Du versucht hast, jemanden zu küssen, Neuling. Küssen? Boah, so feucht und was weiß ich. Ich habe euch so viele Gelegenheiten zum Baggern gegeben. Ich stelle überall Bagger und Baugruben auf und ihr ignoriert sie. Was habt ihr euch dabei gedacht? Habt ihr denn noch nie ein Rollenspiel gespielt? Ernsthaft, Leute? Okay, das wird doch gewaltig. So ganz gewaltvoll geht doch gar nicht. Gewaltvoll? Gewaltlos geht doch gar nicht. Oh, fast synchron, Jungs, fast synchron. Ich müsste noch ein bisschen dran arbeiten. Pilzgefährte, ein Zombie. Nein, pass auf, Pilzgefährte. Na, oh, komm schon, Pilzgefährte. Er führt es einfach hin. Ich vermache meinen Körper der Wissenschaft. Ja, ja. Gleichen Fragen. Ein Magier-Duell mit meinem letzten Atemzug, wie ich gelebt habe. Tod. Ah, ich hab dich nicht verstanden. Es hat jeder drüber geredet. Aber das ist doch ganz normal hier. Warum habe ich gerade Pizza Vivan sagen wollen? Peiniger Vivan. Es gibt keine Pizza Vivan. Eis! Eis! Schneeballattacke! Patrick setzt Blizzard ein. Es ist sehr effektiv. Sehr kritisch, geil. Ah! Ja, meine Eisattacken. Sehr effektiv. Ah, nein, hier nicht. Okay. Diesmal holen wir uns die Kugel. Boah! Ja, damit! Ich sehe dich. Habe ich daneben geschossen? Nicht, das sagt sie mir, ich muss da echt zielen können. Der Glücksfaktor steigt. Wo sind wir beim Glücksfaktor? Jetzt kann es losgehen! Du hast keine Chance gegen uns! Wir sind nämlich knochenhart! Ach, gar nichts tun. Wirtsgefährte regelt schon. Ich hole mir dabei die weiße Loot. Oh, hallo? Wirtsgefährte? Was bezahle ich dich? Mit Bohnen? Mit Kichererbsen? Mit weißen Riesenbohnen? Mit Wachtelbohnen? Mit Linsen? Mit Käferbohnen? Überhaupt Käferbohnen. Die mag jeder. Blitzgefährte wird mit dem Käferbohnensalat zahlt. Und
Lauch. Lauch macht auch gute Pilze. Pilzgefährte. Nein! Ich habe so viele Bohnen gefüttert. Vielleicht Pilzgefährte. Ah. 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 Dieser Grabstein. Ich widme ihn dir. Noch ein Pilz draufmalen. Ah. Geh in den Pilzehimmel. Ist eigentlich witzig, da ich einen Song vor ein paar Tagen, Monaten, nein, ein paar Wochen rausgebracht habe mit dem Namen Dead Mushroom into Mushroom Heaven. Toter Pilz in den Pilzehimmel. Jetzt habe ich meinen Pilz verloren. Den Pilzgefährten. Ja, da ist er wieder. Er kommt wieder zurück aus dem Himmel. War kein Platz mehr. Wo ist das Secret? Wo ist das Easter Egg? Ist Gefährte, der rotiert ziemlich stark herum. Da, Glücksfaktor. Wie viel Glücksfaktor? 8. Ja, schaut besser aus. Ich nehme es einfach. So viel will ich auch nicht lesen. Laufe der Sonne, dunkle Magazin. Nee. Dunkle Magazin. Wo ist mein Ring? Kritischer Zauberschaden, dunkle Magazin. God damn it, dunkle Magazin. Ist besser, oder? Einfach besser. Ah, so viel Combat und Reden. Keine Zeit zum Trinken. Zeit, diese Schriftrolle zu benutzen. Mal sehen, welche Waffe sich in diesem alten Grab verbirgt. AK, okay. 40. Ich muss das hier lesen. Aperta, dilatato, fomaris. Latein. Hier ist Schießen angesagt, nicht verführen. Wird die Wächter? Ich würde sterben für einen Kampf. Hat er gerade die Eisbombe ausgelöst selber? Ihr habt gesagt, ich könnte auf einer Spinne reiten. Ja, was gesagt. Ah, es sind ein paar Sprüche zu wenig für Abwechslung. Ein paar Sprüche zu wenig für die Abwechslung. Egi des Blitzschadens. Nein, das war ein Schild. Das war ein Schild. Warum schaut das so ähnlich aus in diesem Spiel? Hi. Dann haben wir gewechselt. Zauberspruch haben wir noch nicht gewechselt, da ist nichts Besseres, da gibt es viele davon. Ich versuche mir viele. Ja, okay, das kann man ohne nachzudenken austauschen. So, level up. Okay, okay. Goldene Kugel, Patrick. Krieg ich einmal in die Gegend. Nee, schaut nichts aus in diesem Raum. Außer. Okay. Dann nicht. Du hast das Ritual. Geschlossen, doch zu welchem Preis? Violette Lot. Du wagst es, mich aus meinem langen Schlaf zu erwecken. Ich bin Runefeld, der Wächter des finsteren Lochs, der erste meines Namens, der letzte meiner Art, der irgendetwas zwischen einem und vier Romanen gleichzeitig liest. Ich stehe an diesem Platz und wache über diese Höhle seit einer Zeit, an die sich niemand erinnert, außer mir, was jedoch mehr Fluch als Segen ist. Stell dir vor, du könntest dich an jede Peinlichkeit in deinem Leben erinnern, wärst jedoch älter als die Sonne. Das sieht nach einer Weile an den Nerven.
Aber wie dem auch sei, du bist in mein uraltes Loch eingedrungen, in das niemand eindringen darf. Ich bewache eine teuflische, unheilige Waffe, ein Relikt aus Urzeiten. Nur wer würdig ist, darf an mir vorbei. Niemand ist würdig. Es darf niemand an mir vorbei. Hast du das verstanden? Vielleicht sollte ich es etwas genauer erläutern. Es ist lange her, seit ich das letzte Mal Besuch bekam. Möglich, dass die faschistischen Kobolde, die diesen Ort inzwischen bewachen, ihre Arbeit ganz gut machen. Doch das ist unwichtig. Wichtig ist vielmehr, dass du irgendwie in meine tiefe, gähnende Höhle vorgedrungen bist und sie nicht wieder verlassen darfst. Denn niemand darf meine Geheimnisse in die Welt hinaustragen. Die Welt ist für eine Waffe von diesem Kaliber nicht bereit. Meine einzige Bestimmung in dieser Welt ist es, die Waffe vor jenen zu beschützen, die sich anmaßen, sie verantwortungsvoll nutzen zu können. Ich habe mehr Zeitalter gesehen, als du dir vorstellen kannst. Ganze Epochen. Und noch nie konnte mich jemand überzeugen, dass ich diese Waffe freigeben sollte. Das bedeutet, dass ich viele getötet habe. Sehr viele. Oh, was habe ich getan? Nein, schon gut. Mir geht es gut. Es ist gut. Und ich werde nicht zögern, deinen Namen auf die Liste der Toten zu schreiben. Es ist eine lange Liste. Wenn du magst, kann ich sie dir vor dem Kampf vorlesen. Allerdings sind die ältesten Namen sehr schwer auszusprechen, da es die Alphabete von damals nicht mehr gibt. Ich kann es jedoch versuchen. X-Branex der Vierte. B. Die Tapfere. Plorkin Löwenherz. Heilige Scheiße! Redet der Typ tatsächlich immer noch? Hey, Moment mal! Ich habe lange an dieser Rede gearbeitet, also seid still und sperrt die Lausche auf! Flux, Lux, Spenderquad, Paul! Das dürften genug Namen sein. Du siehst, worauf ich hinaus will. Ich bin ein eiskalter Mörder und zu allem bereit, um diese Waffe zu beschützen. Das ist mein einziger Daseinsgrund. Wenn ich sie nicht beschütze, wozu existiere ich überhaupt? Was bin ich? Würde ich mich im Äther auflösen? Würde ich zu Nebel werden? Würde ich einfach verschwinden? Das werden wir nie erfahren, weil ich meine Bestimmung bis ans Ende der Zeit erfüllen werde. Du, Eindringling, hast die heilige Koboldzuflucht verletzt und, wenn ich fortfahren darf, ich darf, gut, dann fahre ich fort, wenn ich fortfahren darf, weise ich dich darauf hin, dass du den ganzen Weg hierher umsonst auf dich genommen hast und nicht um meine Waffe kämpfen darfst Also, ich bin jetzt unfassbar müde. Das hat mich erschöpft. Falls du also nicht vorhast,
dich feindselig zu verhalten, schlafe ich nochmal anderthalb Jahrhunderte, bis der nächste Idiot hier aufkreuzt. Gute Nacht. Oh, das war abgefahren. Sieht aus, als könnte ich mir das lautlos schnappen und verschwinden. Die Waffe Oink. Ist nun in eurem Besitz. Und jetzt los, schnell raus aus dieser staubigen Grube. Ich finde, was das mit der Gewaltfreiheit angeht, waren wir echt gut. Ja, absolut. Aber eins habe ich gelernt. Und zwar, in den allermeisten Fällen ist Gewalt tatsächlich die Lösung. Sieh mich nicht so an. Das kann ich nicht bestreiten. Ah. Wie weit sind wir in der Folge drin? Er hat gerade wahrscheinlich 5 Minuten so geredet. Ah, ja. Oh, was ist das für eine Waffe? Oh, wahrscheinlich eine Waffe, die redet. Die gibt es ja in Borderlands. Das heißt sicher nichts Gutes. Oder vielleicht doch, was weiß ich schon. Was weiß ich schon. Er ist rumgegleitet. Er ist zu powerful. Wir hätten ihn töten sollen. Er kann über den Boden schweben. Und wir haben ihn freigelassen, wir Monster. Hubdrepe. Monstermädel. Du hast die Waffe also geholt? Wir können ohne Angst in Frieden leben? Ja, komplett, überwiegend gewaltfrei. Ich bin erleichtert. Für deine kobolditären Bemühungen darfst du die verfluchte Waffe behalten. Vielen Dank, Abenteurer. Dang. Level up und Waffe. Ah, wir haben uns drauf. Es ist nicht besser. Es redet nicht. Möp, möp. Das enttäuscht mich leicht. Skills, was haben wir da unten? Magazingröße. Ist nicht wirklich besser. Fähigkeiten, Schaden, sehr gut. Es gibt weniger Attribute zum Einsetzen diesmal. Jo, bringt Zeit. Gut, gut. Und viel Schrott. Wie viel Platz haben wir? Ein bisschen. Dann gehen wir noch ein bisschen vor. Schauen, was in der nächsten Zone gibt. Und dann zurückverkaufen und die Episode beenden. Ich gibt's. Kirschen? Niemand wird die rächen. Es gibt hier gar nicht da. Ein Rächen. Ich meine, es hat einen Spatula. Spatula geben. Und vorne einen Wender. Spatula. Spatula? Spatula? Irgendwas in die Richtung. Shit. Ist er gestolpert gerade? Was? Was? Ich bin nicht so denk wie ich hart. Du Glückspilz! Ja, wirklich, wirklich. Wir erinnern uns an die Brücke und die Asche. Ja, wir probieren's. Warte, was? Ein Close Range Stuff Ding. Als ob ich Zauber brauche. Blitzgefährte regelt. Ich hab dich schon immer gehabt. In die Knie. Damit mach ich, dass ich dir das Knie weg. Ich möchte deine Gnade haben. Und euch haben das meine letzten Worte. Ich muss Bisse ausblenden.
maulen mir zu viel. Die Kobolde. Ich hab's übersehen. Ah, ich glaube, den Zauber werde ich gleich wieder weggeben. Den Violetten. Au! Ja, weg damit. Oh, der killt nur meine Augen. Oh, meine Augen. Meine Augen. Wo ist da? Ohrenhüter. Plus 2, plus 3. Oh. Ich bin da gerade nicht so wehr. Der Violette war besser. Ohrenhüter. Blut nehmen wir natürlich alles mit. Brauchen bald wieder mal eine bessere Waffe. Und brauchen Geld dafür. Ich werde nie wieder pissen. Ach, als ob Pisse zu sagen. Nein, nicht Pisse zu sagen. Ja, rein. Er putzt. Das blendet es dann. Ich hab Schaden bekommen. Oder Schaden gegeben. Ich glaube, jetzt hat er die Mission aktualisiert. Nein. Kobold im Garten. Aktiviere die Maschinen. Das ist richtige Mission. Sehr gut, sehr gut. Blitzgefährte. Lass uns diese Mission erledigen. So viele Zaubersprüche. Zaubersprüche das Spiel. Am Ende müssen wir wahrscheinlich gegen dieses Walkana-Ding kämpfen, oder? Ja, vorbei. Hast du Angst, gegen einen Drachen zu kämpfen, Valentine? Was? Nein, ist doch eh nur ein blödes Spiel. Wow. Blödes Spiel? Das nimmst du gefälligst zurück. Aber sofort. Okay, okay. Ich nehm's zurück, okay? Es ist das beste Spiel aller Zeiten. Übertreib es nicht gleich. Es ist ein sehr amüsantes Spiel und ich habe Spaß. Hey, na geht doch. Okay, Lisa Simpson. Damit ist diese Folge vorbei. Ich werde verkaufen auf Folge wie meistens. Peace out.